So. Tontest Tontest läuft 9. Juli am 28. Nee, 29. August geht's los. Hallo Fahrradwohnwagenfreunde. Ja, das wahrscheinlich vorletzte Update Video zum vierten Fahrradwohnwagentreffen Deutschland. Vom Prinzip gibt es gar nicht so viel Neues zu berichten, wobei naja ein paar Highlights sind noch dazugekommen, aber da werde ich in diesem Video noch nicht so viel verraten, weil ich, es ist noch nicht hundertprozentig sicher. Aber wenn das klappt, also wenn das klappt, haben wir noch was richtig Cooles auf der Location stehen. Da bin ich nämlich gestern, nee vorgestern war das, bin ich nämlich extra mit dem Motorrad hingefahren, um mir das Ganze mal anzuschauen. Ja, und das muss ich halt jetzt noch im Detail klären. Ich habe eben die Teilnehmerliste aktualisiert. Ja, viele wissen ja noch gar nicht so richtig, wo die zu finden ist. Ihr schaut am besten da unten auf den Link www.favova-treffen-deutschland.de. In der Videobeschreibung klickt ihr auf, könnt ihr den Link direkt aufrufen. Und oben seht ihr ja die ganzen Bereiche und da müsst ihr halt auf die drei Punkte klicken, weil dann geht das ganze Feld auf und dann steht irgendwo Teilnehmerliste. Und da seht ihr die ganzen gemeldeten Teilnehmer. Ich habe vorhin mal durchgezählt. Es sind nicht alle drauf, ein paar wenige, die jetzt sich so angemeldet haben, die ich ganz gut kenne. Die ähm, fehlen noch, aber wir sind schon 70 Leute. Also auf der Liste mit mir 70 Teilnehmer. Ich habe bei der Stadt, weil das muss ja alles gemeldet werden, habe ich 100 Teilnehmer angemeldet. Ich denke, das zählt eh keiner nach. Also, wenn wir ein bisschen mehr sind, ist auch nicht schlimm, wenn wir weniger sind, sowieso nicht. Von daher, naja, also 30 Plätze sind auf jeden Fall noch frei, wenn es 40 sind die noch dazu kommen ist auch okay. Das heißt aber für dich, falls du an diesen Treffen teilnehmen willst und weißt, dass du auf jeden Fall auch teilnehmen kannst, dann wäre jetzt der Zeitpunkt der Anmeldung. Spätestens eine Woche vorm Treffen ist Anmeldeschluss, also schieb's nicht bis auf den letzten Tag vor dir hin, ja, weil wir müssen ja auch ein paar Dinge organisieren. Wir wollen ja auch eine komplette Verpflegung garantieren, also Grillzeug und so kaufen, Brötchen müssen da sein fürs Frühstück. Der Björn, Homeless On Tour, wollte ja sich ums Frühstück dann kümmern, in Verbindung mit dem Grill Maxe, heißt er, glaube ich, da hat sich auch angemeldet. Ja, dann äh, Radio Zeitz wird wahrscheinlich dann mit seinem Imbisswagen wieder dastehen und dann, wie gesagt, noch ein Highlight, aber das ist noch nicht hundertprozentig geklärt, aber sag mal zu 90 Prozent, wird auf jeden Fall richtig cool. Ich hatte ja leider dieses Jahr und auch letztes Jahr ein paar private Schicksalsschläge, die mich insgesamt in meiner Planung, gefühlt drei Monate zurückgeworfen haben. Ja, das heißt, die Videos und so, die ich eigentlich alle drehen wollte und die Vorhaben, die ich machen wollte, die warten halt, ja. Unter anderem die Ape. Die wollte ich ja auf jeden Fall fertig bauen, bis zum Fahrradwohnwagen treffen. Auch wenn das Tempo-Projekt mit der Ape kein Fahrradwohnwagen ist, ja, ist es ist aber am Ende auch nicht viel anders, weil von, von der Größe her kann man das vergleichen mit einem Fahrradwohnwagen. Und ja, mein Ziel ist halt, dieses Teil halt noch fertig zu bauen. Das will ich dann jetzt auch diese Woche weitermachen. Videos folgen an der Stelle. Ja, in Anbetracht der Tatsache, dass ich noch weitere Videos machen muss, ganz, ganz viele Videos, weil wir haben ja unser Highlight, die Tombola. Ne? Samstag, Highlight, Tombola. Preise weit über 3.000 Euro, wahrscheinlich sogar Richtung 4.000 Euro. Es kommen nämlich noch ein paar dazu. Allerdings sind das ja alles Sponsoren, die uns unterstützen, beziehungsweise diese Aktion mit dieser Kinderhospiz Bärenherz Geschichte. Ne? Also die Einnahmen durch die Lose, die wir haben, gehen ja komplett an das Kinderhospiz Bärenherz. Wir werden natürlich jede Menge Spaß haben. Riesengaudi geht gar nicht anders, war ja bei den letzten Mal auch so. Und es wird viele, viele glückliche Teilnehmer geben, die halt tolle Preise gewinnen können. Aber ich muss halt noch die Preise vorstellen. Also, ich muss halt die Videos dazu machen. Das ist so Sachen, die Gegenleistung, die ich erbringen muss, damit die Sponsoren mir überhaupt diese Preise zur Verfügung stellen. Das habe ich halt so mit denen abgesprochen. Wie ihr seht, ich habe jede Menge Arbeit, ich habe selber nicht viel davon, außer das Produkt. Teilweise habe ich das halt doppelt, dass ich das dann halt behalten kann oder weiterverkaufen kann oder wie auch immer. Ja, ansonsten muss ich halt jetzt demnächst ganz, ganz, ganz viele Videos machen zu den ganzen Sponsorpreisen. Das mache ich gern, weil das sind alles Produkte, die mich selber begeistern. Ja, ich sehe sie jetzt so im Hintergrund stehen, ihr seht sie jetzt leider noch nicht. Aber eins habe ich hier, damit geht es heute auch los. Ich werde heute schon mal ein paar Videos machen. Also wundert euch nicht, es wird jetzt demnächst jede Menge Videos geben zu den ganzen Kooperationspartnern und den Sponsorpreisen. Ja, da könnt ihr euch schon mal informieren. Und wenn ihr die ganze Aktion unterstützen wollt, dann wäre es natürlich cool, wenn ihr auch die Videos anschaut, ein Like da lasst, einen Kommentar da schreibt und so dann sehen nämlich die Sponsoren, dass da auch halt reges Treiben ist oder Interesse ist an der ganzen Aktion. Weil wir wollen ja nächstes Jahr mit Sicherheit das wiederholen. Und ja, wenn wir jetzt die Sponsoren begeistern können, dass halt auch das Interesse da ist, dann äh, kann ich mir gut vorstellen, dass nächstes Jahr auch wieder genug Sponsoren bereit sind, Preise für unsere Tombola zur Verfügung zu stellen. Es ist nämlich nicht selbstverständlich, kann ich euch nur sagen, dass es zum Beispiel ein Fahrrad als Hauptpreis, gibt, welches über 2.000 Euro kostet, ja. Also ich finde das sowieso erstaunlich, dass äh, Sponsoren bereit sind diese Summen locker zu machen. Ich habe da im Hintergrund eine Powerstation stehen, kostet auch glaube ich um die 500 Euro. Äh, es kommt noch ein anderer Preis dazu, da kostet wahrscheinlich auch so um die 400-500 Euro und dann jede Menge Preise zwischen 50 und 200 Euro, also das summiert sich, sind am Ende mehrere tausend Euro. Alles coole Sachen. Ja, wie gesagt, ich werde das alles demnächst euch präsentieren. Schaut einfach da mal rein. Lasst einen netten Kommentar da. Die Nörgler, die irgendwas doof finden, dass ich halt jetzt demnächst so viele Produkte vorstelle, naja, die werden dann, die Kommentare werden einfach gelöscht, weil es mir auf die Ketten geht. Beziehungsweise ich will es einfach nicht hören. Interessiert mich nicht. Im letzten Update, ich denke mal so zwei Wochen vorher, ja, werde ich dann nochmal die Details bekannt geben. Alles, was euch erwartet auf diesem Treffen, nochmal aktualisiert. Ach ja, das wollte ich noch sagen. Ich hatte ja vor, einen Duschwagen zu bauen. Habe ja auch schon einen Anhänger gekauft, der leider Probleme macht. Weil mich der Verkäufer so ein bisschen verarscht hat, wollte ich eigentlich auch ein Video dazu machen. Komm einfach nicht dazu. Ja, ich werde wahrscheinlich die Duschzelte wieder hinstellen. Und diese Durchlauferhitzer-Dusche, die ich in den Duschwagen reinbauen wollte, die werde ich dann in die Duschzelte hängen. Das sollte funktionieren. Dafür ist es ja auch gedacht. Ja, und dann haben wir nämlich warme Duschen. Ansonsten Toiletten und so ist ja alles Wort gewesen. Ausreichend... Und Strom haben wir ja sowieso auch. Falls du noch irgendwelche Fragen hast, liest dir am besten erstmal alle Informationen auf dieser Homepage durch. Da ist alles bis ins Detail aufgeschrieben. Ansonsten nutzt die Kommentarfunktion unter diesem Video. Wenn du dich noch nicht angemeldet hast, wichtig, melde dich jetzt bitte an. Ja, spätestens eine Woche vorm Treffen. Das soll es auch schon gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Jörg.